Ja, ich habe hier die Melanie Kalkowski, unsere Spitzenkandidatin, und die wird mir jetzt verraten, was am Samstag auf den Flughäfen in Deutschland los war. Hallo Bernd. Ja, gestern waren wir Piraten überall in den Wartebereichen großer deutscher Flughäfen, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, eben auch auf dem Flughafen Köln-Bonn und in Düsseldorf. In Düsseldorf haben wir zusammen mit Gaga, Artgerecht und Bugschafter mit Namens- und Willkommensschildern symbolisch auf Edward Snowden gewartet. Und den habt ihr dann eingesammelt, als er aufgetaucht ist, und habt ihn jetzt sicher versteckt. Das leider nicht, aber wir haben ihn zum Beispiel in Düsseldorf tatsächlich offiziell ausrufen lassen. Das hat das Personal mitgemacht und wir haben in der großen Wartehalle nach ihm gesucht. Denn wir wollten mit dieser Solidaritätskundgebung darauf aufmerksam machen, welchem Schicksal Edward Snowden jetzt ausgeliefert ist. Er ist jener Whistleblower, der den Prism-Abhörskandal aufgedeckt hat und nun festsitzt. Können wir denn von hier aus irgendetwas für Edward Snowden tun? Wir fordern unter anderem ja auch in unserem Programm die gesetzliche Schaffung einer Möglichkeit für politisches Asyl und Schutz für Whistleblower auf europäischer Ebene. Denn Menschen wie Edward Snowden, der uns alle über die Machenschaften der Geheimdienste informiert hat, ist einfach ein sehr wichtiges Korrektiv bei einer Fehlentwicklung hier in unserer Demokratie. Und wir müssen Menschen wie ihn unbedingt vor Strafverfolgung schützen. Gut, möchtest du ihm dann am Ende dieses Podcasts noch eine Nachricht zukommen lassen? Auf jeden Fall, ich möchte nicht nur sagen, Welcome, Mr. Snowden, ich möchte auch sagen, Thank you, Mr. Snowden. Unter anderem unsere NRW-Landtagsfraktion hat ihn für die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes vorgeschlagen, denn schließlich möchten wir ihm alle danken. Durch ihn und seinen mutigen Einsatz wissen wir jetzt alle, was wir vorher immer schon ahnten. Es ist eben keine bloße irre Verschwörungstheorie, sondern die totale Überwachung, der schlüsselfertige Überwachungsstaat ist schon längst in unserem Realität, in unserer Realität angekommen. Und deshalb ist my message to him, welcome and thank you very much. Gut, danke, dass du die Zeit genommen hast.